Reparo und herzlich willkommen heute zum zweiten Teambuilding, beziehungsweise zum Teambuilding der zweiten Spielwoche in der NPBL Season 4 mit Thema VGC. Und heute, sozusagen, ich habe ja immer so eine Art Speed Teambuilding vor. Und heute machen wir das Teambuilding gegen die Amazing, nee, sorry, die All Amazing Spheres vom guten Packe Packe Kuchen, Packe Plays TV. Ich habe mir im Voraus schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Das Team steht tatsächlich schon dieses Mal. Ich gehe aber natürlich jetzt nicht darauf ein, wie die Kalks aussehen und wie die Movesets aussehen. Ich sag dazu was, aber das seht ihr ja dann letzten Endes im Kampf selber. Und ihr habt ja unter jedem Kampf in der Videobeschreibung auch den Pokepass, sodass ihr euch letzten Endes alle Spreads und Movesets angucken könnt. Ich würde sagen, geht einmal direkt rein. Und zwar, der gute Parke hat ein Team aus Indeedee Female, Incineroar, Lucario, Birchcuda, Riolu, Jolteon, Lycanroc Midnight, Turtonator, Whimsicott, Silvally, was im Endeffekt alle Discs haben kann, Executor und Pillowswine. So, der Punkt bei ihm war, was mir zumindest aufgefallen ist, er hat sehr offensive Mons, die wirklich fast sind, wie Jolteon und Birchcuda beispielsweise, aber keinen Bulk haben. Jolteon hat zwar speziellen Bulk, aber dafür kaum HP, nennenswerte HP und Special und Death. Und die Mons, die bei ihm, sagen wir mal, bulky sind, defensiv, die haben wenig Tools, offensiv irgendwas zu machen. Also gerade wenn wir an Turtonator denken, der kann zwar ganz viele Attacken so ein bisschen abfangen, ne? Gerade mit seiner Death, die sehr hoch ist. Können sie sich zum Beispiel auch setupen relativ gut. Aber er ist sehr langsam, hat einen relativ geringen Angriffswert, der Movepool ist nicht gerade berauschend. Und dann hat er alles so irgendwie, was dazwischen liegt. Incineroar, würde ich tatsächlich sagen, ist noch so sein Highlight. Weil das Bulk hat, es ist in einem Speed-Tiering, wo du mit Tailwind was machen kannst. Es hat extrem krassen Movepool, guten Bulk. Damit kannst du es machen. Ich würde auch sagen, dass das so sein Main-Threat gegen mein Team ist, so ein bisschen. Aber ansonsten ist es halt so, dass wenn er seine Kills nie bekommt mit seinen Mons, hat er wahrscheinlich das Problem, dass er Revenge killed wird. Relativ easy. Am Anfang muss ich sagen, habe ich überlegt, dass ich, weil es eigentlich gegen ihn sehr gut ist, einen TR-Mode spiele. Habe mich aber dann tatsächlich dagegen entschieden, weil es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Es waren so viele, wie sagen, so viele Bruchstellen drin, die hätten passieren können. Oder Szenarien, die hätten passieren können, wo ich gesagt habe, nee, das ist mir zu risky. Ich spiele tatsächlich auch Fast Mode, aber in einer anderen Form. Und zwar, ich habe mir mal so, ich gehe ja immer vom, das Pferd von hinten aufzäumen dran, ne? Dass man sagt, okay, man schaut, wenn mein Gegner mein Team sieht, was würde er denn mitnehmen? Also versetze ich mich in das gegnerische Team rein und sage, okay, der Warrior Esports hat folgende Mons dabei. Was ist denn gut dagegen? So. Und wenn ich so hier gucke, Incineroar checkt halt schon ziemlich viel. Incineroar ist ein guter Waller zumindest für Arcanine. Ich merke schon, dass es das jetzt gerade ein bisschen ruckelt. Das tut mir auch etwas leid. Ich kann gerade nicht sagen, warum es ist. Vielleicht geht es wieder vorbei. Ist ein guter Waller gegen für Arcanine. Es checkt Rillaboom relativ solide, muss man sagen. Kann auch Porygon ganz gut checken, vor allem mit einem AV. Gegen Persimmon hat sie seine Problemchen, aber vor allem mit dem Intimidate, muss halt hier aufpassen. Checkt Drifblim. Regalge ist so ein 50-50-Ding, denke ich, gerade ob er Stomping Tantrum drauf hat oder nee. Lycanroc kann er tatsächlich auch checken mit einem Fighting-Type-Move und der geht nicht unbedingt down, der Intimidate hilft da auch, also kannst du mit einem Unarm
Checkt in gewisser Weise auch Deepfool. Mammoth Vine ist auch so ein 50-50. Checkt Indeedee. Gegen Graubatz hat er also seine Probleme. Und er checkt Excalibur. Also er checkt nicht alles komplett, logischerweise, aber schon mehr als die Hälfte. Ich dachte, okay, ein Incineroar ist eigentlich ein safes Ding. Bei einigen war ja Rillaboom, Arcanine, Lycanroc, Mammoth Vine, die wirklich eigentlich gut gegen sein Team wären, physischer Natur sind. Und da ist ein Intimidate auch nicht so unhilfreich, würde man so sagen. Und eine AV mitzuhaben gegen sowas wie Galji und Porygon macht halt auch Sinn. Und glaube zu. Genau. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, er sieht ja mein Team, er weiß, was er hat. Und wenn man in sein Team so primär reinguckt, sieht man ja so, dass Rillaboom ein Check gegen das Terrain ist. Ein Check gewisserweise auch gegen Lucario, weil halt der Movepool entsprechend gut ist in der Bulk. Gegen Barracuda mit Grassy Glide, hundertprozentig. Gegen YOLO E, gegen Jolteon, gegen Lycanroc. Ja gut, gegen Tyranitar nicht zwingend, nee, nicht wirklich, aber ja. Whimsicott checkt es halt auch so ein bisschen, Silvally hängt vom Typing ab. Und Executor checkt es auch. Und Pillowswine ist so ein 50-50-Ding eigentlich. Soll heißen, Rillaboom ist ein Problem. Vor allen Dingen die Grassy Glide macht halt ein Barracuda und sein Lycanroc ganz schön. Das macht den ganz schön Probleme. Und auch der G-Max, das G-Max Drum Solo macht halt so hart Schaden, dass er das nicht fressen will. Deswegen braucht er vor allen Dingen gegen dieses Terrain, gegen Grassy Glide, einen Counter. Da bleibt nur Indeedee Female bei ihm im Team. Zumal, muss man ja auch sagen, er mit Follow Me dann Attacken umleiten kann. Zumindest ein Turn und ein Turn kann schon reichen, dass er, weiß ich, mit Dynamax, Incineroar, das Rillaboom noch rausnehmen kann. You know? Also insofern macht das ganz gut Sinn. So. Dann habe ich so gedacht, an sich wird für Speed-Tiering für ihn Barracuda sehr wichtig sein, in meinen Augen. Weil der Move-Pool von dem Ding ist echt ganz gut. Und wenn es Bandit zum Beispiel Aqua Jet ist, kann es viel machen. Oder Bandit Liquidation, Bandit Close Combat. Also gerade Close Combat knallt halt so viel auch von mir weg. Porygon, Lycanroc, Thiefool, Mammoth Vine. Liquidation würde ich sagen, macht auch richtig Damage auf den Rest. So ziemlich, die einzige Ausnahme ist eigentlich Rillaboom. Aber selbst da kann er Close Combat ganz guten Damage drücken. Insofern ist, denke ich, so Barracuda so das gesetzte Ding für ihn. Und dann habe ich mir so gedacht, er muss ja auch Angst vor PZ haben. Er muss Angst vor PZ haben, hundertprozentig. Und eigentlich braucht er einen Ghost-Type. Den hat er aber nicht. Und er hat auch keinen Steel-Type. Das heißt, also klar, Lucario und Riolu, aber das sind halt an sich keine Bulky-Mons. Die Flash sind mit dem Hyper-Beam auch weg. Deswegen dachte ich mir, vielleicht, wenn er Silvally mitnimmt, weil das ist so, finde ich, so in seinem Team das Einzige, was nicht zu frail ist, dass es nicht sofort down geht. Weil guckt euch Jolteon an. Das würde also ziemlich sofort down gehen gegen alles. Barracuda zwar auch, aber Barracuda hat eben auch den Movepool und die Offensivpower, um da was zu bewirken und den höheren Speed tatsächlich noch. Deswegen Silvally hat noch den Bulk, einen guten Movepool und du kannst dir halt das Typing aussuchen. Und mein Guess, es ist nur ein Guess von mir. Silvally würde halt gut auch gegen, wenn es Ghost ist, würde es halt auch gut gegen Indeedee, weil es halt physisch an sich extrem weak ist und auch gegen Drifblim gut dastehen. Und hätte den Vorteil, dass es rein switchen könnte in Hyperbeam, G-Max, Dynamax, Hyperbeam von Porygon Z, weil sonst hat er eigentlich keinen Switch in der Reihe. You know? Und dass er das unbedingt sofort rausnehmen kann, ist halt auch nie so sicher, weil ich auch so Optionen habe wie Ally Switch und Bums. Deswegen denke ich mir, Savelli ist eigentlich ein relativ stabiler Pick. Kann auch Support ein bisschen was machen, ist wirklich relativ bulky. Da könntest du auch mit Incineroar sowas wie Brutal Swing spielen und eine Weakness Policy aufs Ghost. Ah, ne, na gut, wenn man jetzt nicht Ghost, nee, das geht nicht.
Aber er hat ja Coaching. Coaching Yodel wäre da zum Beispiel noch eine Option. Weil es ist ja nur ein Guess, was er mitbringt. Das kann auch sein, dann nimmt was anderes mit. Und eigentlich muss ich sagen, sehe ich Lucario hier nicht in dem Matchup. Aber da ihm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Lycanroc und Jolteon mitnimmt, weil die halt einfach von so ziemlich allem, was ich habe, hops genommen werden. Vor allen Dingen Rillaboom ist halt ein Riesenproblem und der kann sich nie leisten, Jolteon, Lycanroc und Barracuda gegen Rillaboom zu verlieren. Das funktioniert nicht. Und da hat er wenig dagegen, was er machen kann. Kann auch sein, er spielt sowas wie Salally Flying. Das habe ich mir auch schon mal so überlegt, aber mein Guess ist so gegen Porygon Silvally Ghost zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, er hat halt nie viel Offensivpower und ich weiß nicht, ob er sowas Passives wie Turtonator und Pillowswine wirklich mitnimmt. Executor ist halt auch so ein Ding. Ach, will das gegen sowas wie Excalibur stehen mit nur Vierfachschwäche? Bug? I don't know. Arcanine checkt das Ding halt auch komplett. Ich könnte Knock Off auf Rillaboom spielen. Ich habe Rillaboom. Ich habe Jogalji im Team. Das willst du nicht. Das willst du nicht. Was auch ein weiterer Punkt ist, wo ich sagen würde, Jolteon kommt nicht mit, weil Jogalji wiederum ein Riesenproblem ist und Mamoswine. Also, nee, glaube ich nicht. Deswegen hat er nicht mehr viele Auswahlmöglichkeiten, meiner Meinung nach. Außer vielleicht ein Beat-Up Lucario-Strat zu fahren mit Whimsicott. Whimsy hat halt den Vorteil, wenn er es schafft, sein Terrain über meins zu setzen, ist auch situationsabhängig, wie viel Speed er investiert hat. Also dann ist Whimsy gar nicht so schlecht, weil dann kann er ein paar Shenanigans machen mit Whimsicott. Und vor allem kann er mit Tailwind ein bisschen was machen. Verzeiht bitte die Rucklor, die hier passieren. Meine Rechnung ist gerade irgendwie sehr krass am Arbeiten, warum auch immer. Naja, soll uns mal nicht stören. Genau. Und er hat zumindest mit Beat Up eine Tech, wo ich wirklich aufpassen muss, dass ich die im Voraus anarmen kann. Weil das natürlich sonst durchgehen kann. Da muss man kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich habe genug Tools, das kann ich euch versprechen, um das zu verhindern. Aber dennoch ist es halt, finde ich, einer seiner stärksten Modes gegen mich. Es kann auch sein, er bringt sowas wie Coaching Riolu mit. Potenziell möglich, gerade für Incineroar, mein Team gar nicht mal so bad. Deswegen habe ich aber wieder einen Mix aus Special und Physical Mons mit. Und was ich mir überlegt habe, ist, dass ich, also ich für meinen Teil, wenn ich habe dann so überlegt, okay, das wären jetzt die Mons, die ich bei ihm sehen würde gegen mich. Ich habe dann überlegt, okay, was checkt denn dann das? So. Was halt tierisch auffällt, ist, dass er dann, das hat aber auch allgemein eine relativ hohe Ground, Fighting und Fire Weakness hat. Und das relativ durch die Bank weg. Deswegen ist Arcanine eigentlich gesetzt. Normalerweise wollte ich Intimidate spielen, weil das halt schon ganz viel Sinn macht gegen seine größten Threats wie Lucario, Savali, Barracuda, Incineroar. Aber sobald ich ein Nidhi weg habe, bin ich eigentlich relativ safe, ein Beat-Up rauszubekommen und Justified Arcanine zu spielen. Und dann wird es für ihn halt spaßig, weil ich plane tatsächlich sowas wie Scarf Persimmon zu spielen. Das kann ich euch schon mal verraten. Pachoberry Arcanine, damit bei euch Scooter Mini zu sehr auf den Sack geht. Weakness Policy Rillaboom. Aus das PZ habe ich diesmal auch wieder ein Sash gepackt, weil es einfach Sinn macht. Excalibur mit dem Grassy Seed und Clawitzer mit einem Life Orb. Und wie gesagt, Arcanine checkt halt wirklich relativ viel und den Rest checkt so ziemlich Rillaboom. Bis auf Incineroar kann das tatsächlich mit jedem der Mons richtig gut handeln und auch alles das, was ich jetzt gerade nie predikten würde, checkt er relativ gut. Deswegen bin ich Sorgen vor allem mit einer Weakness Policy, die ich tatsächlich mit relativ vielen Zug procken kann. Vor allem aber mit Excalibur und Persimmon durch U-Turn. Und das Persimmon nehme ich eben mit, weil es nochmal ein zusätzlicher
Fred für, gegen ihn ist, weil Fighting, also er hat eine relativ hohe Fighting Weakness. Das kann ja auch sein, er spielt sowas wie Silver Lenore. Musste halt auch was haben, Tools, um es wegzukriegen. Bissimin hat zwar leider keinen höheren Speedwert als Lycanroc, steht aber gegen den trotzdem ganz gut, weil Bissimin auch allgemein ein relativ physisch bulkiges Mon ist, mit einer hohen HP-Zahl vom Grundwert. Deswegen, ich denke, dass der tatsächlich sehr gut steht, sobald ich in Didi und Whimsicott weg habe. Und das so, soll so mein Ziel sein. Außer er hat sowas wie Savali Flying. Dann muss man noch ein bisschen was anpassen. Aber ja, das wird man dann im Game sehen. Genau. Und dann haben wir noch sowas wie Porygon Z. Logischerweise, weil es halt einfach ein High-Damage-Dealer ist und er vor allen Dingen auf der. Sch also. Mh. Und er auf der allgemeinen, auf der speziellen und auf der physisch defensiven Seite jetzt nicht so krass aufgestellt ist. Und weil es ein Mon ist, was im Endeffekt den Intimidating wird. Deswegen ist PZ ein relativ safer Slot. Ich habe tatsächlich ein Setup-PZ im Kopf mit Nasty Plot. Einfach um nochmal ein bisschen mehr zu scheppern. Und dann habe ich noch, wie gesagt, ein Exelgo dabei, weil, das kann ich auch sagen, ich herausgefunden habe, dass bis auf Incineroar und Silvally, und die müssen Minimum, ich glaube, 144 oder 148 HP Investment haben, kein Mon in Final Gambit überlebt. Außer halt im Dynamax. Aber sonst überlebt kein einziges Mon in Final Gambit von ihm. Außer wie gesagt Dynamax oder Sashed. Aber das finde ich relativ schnell raus. Und da ich sowieso dann das schnellste Mon on the field habe, weil selbst ein Scarfed Barracuda halt nicht schneller ist, außer ein Scarfed Barracuda mit Swiftomb, ich glaube dann ja, aber man hat halt keinen Instant Rain Setter. Ich weiß gar nicht, könnte so Scarfed Jolteon mit Rain spielen, aber ja, das bringt ihm halt nichts gegen Rillaboom. Und Glaubitz habe ich im Endeffekt auch mit, um Incineroar noch mal ein bisschen zu checken. Falls er doch Lycanroc mitnimmt, um das zu checken. Und Pillowswine, ja, und Klo allgemein auch Lucario mit Aura Sphere vielleicht ein bisschen was noch wegzuchecken. Und es hat auch Heal Pulse, das kann ich auch nochmal sagen. Einfach um meine Dynamax-Monster dann vielleicht zu heilen, wenn es sein sollte. Was für Rillaboom und Arcanine, die ich relativ bulky spiele, gar nicht schlecht sind. Und ja, das ist so der Kader, auch wenn jetzt diese Teambuilding-Video ein bisschen unter technischen Problemen zu leiden hatte, aber das ist im Endeffekt mein Gedankengang dazu. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht mitgenommen hättet und warum. Würde mich interessieren, weil ich hatte natürlich auch verschiedene Sachen im Kopf, in die an sich hätte sich ja auch gut angeboten, aber ich wollte doch mal was anderes probieren, das muss ich auch sagen. Ich wollte auch einfach mal was anderes probieren. Insofern, ich hätte auch an sich Mamoswine mitgenommen oder Thiefull, aber Thiefull ist mir wiederum zu situativ, was er mitnimmt, und Mamoswine hat halt jetzt diese, wie will ich sagen, die 50-50-Problematik. Ist gut gegen das Team und wird wiederum gut vom Team gecheckt. Diese muss ich aber sagen, bei der Auswahl, die ich getroffen habe, wo ich denken würde, er würde es mitnehmen, stehe ich relativ gut da, weil ich eigentlich gegen alles mindestens zwei Antworten habe. Ja. Insofern lasst euch mal überraschen, was beim Kampf rauskommt, ob wir unsere Strategien auch wirklich so umsetzen konnten, was jetzt Packe Kuchen so gemacht hat. Und dann sehen wir uns am Sonntag zum zweiten Spieltag. Bis dahin, macht's gut.